Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zum Pokémon Alpha Saphir Let's Play. Und wir haben im letzten Part hier den Blütenburgwald betreten, haben das erste Teammitglied von Team Aqua verdroschen und gerade ein bisschen gegen Ninka da gefailt, aber ja, dann doch irgendwie souverän gemeistert und den EP-Teilnahme auch noch bekommen. Also, mach mal weiter und jetzt sind wir auf dem Weg nach Metaross City. Hier spricht das Blütenburg-Kommando. Könnt ihr mich hören? Kommandant Wolfgang, ich habe leider schlechte Neuigkeiten. Die Mission ist fehlgeschlagen. Wir sind auf unerwartete Probleme gestoßen. Jawohl. Ja, verstanden. Ich werde weiter Nachforschungen zu jener Energie anstellen. Puh. Dieser Trainer hatte ganz schön was auf dem Kasten. Team Aqua. Anscheinend immer noch hier aktiv. Naja. So. Hey, wie läuft's? Ich liebe es, mir die Lunge aus dem Hals zu schreien, um dem Echo meiner eigenen Stimme zu lauschen. Hier, das schenke ich dir, also benutze es auch. Mit dieser Thema kannst du einem Pokémon die eine Attacke beibringen, bei der es mit seiner Stimme angreift. Wenn du sie mehrmals hintereinander einsetzt, wird sie noch effektiver. Also Hand auf! Cypher hält das Item Widerhall. TM 49 wurde in der Tasche versteckt. Ein Tipp noch! Du kannst jede TM so oft einsetzen, wie du willst. Also experimentiere ruhig ein bisschen mit ihnen herum. So, schauen wir doch mal. Widerhall. Stärke 40. Das ist eine spezielle Attacke. Können leider unsere beiden bisherigen Teammitglieder nicht lernen. Was schade ist. Denn ich hätte, glaube ich, dann unserem Gekkabor Lilifee die Attacke echt beigebracht. Bei einer 40er Spezialattacke. Ja. Glaube ich jetzt nicht so schlecht. Naja. So. Wir ernten hier noch die Hirsifbeeren und Sinelbeeren und alles sowas. Und sind im Blütenburgladen oder im Blumenladen angekommen. Genau. Willkommen im Blumenladen Blütentraum. Unser Motto lautet, verwandle die Welt in ein Blumenmeer. Wie heißt du? Aha, Cypher. Das ist aber ein hübscher Name. Möchtest du etwas über Beeren lernen, Cypher? Na klar. Beeren wachsen auf Bäumen, die nur in weichem Nebenboden gedeihen. Nachdem du Beeren geerntet hast, solltest du immer gleich neu in den Boden pflanzen. Haben wir bis jetzt immer gemacht. Beeren fangen schon kurz nach dem Einpflanzen an zu sprießen und entwickeln wunderhübsche Blüten, aus denen bald neue Beeren entstehen. Ich würde die ganze Welt am liebsten mit wunderhübschen Blüten bedeckt sehen. Das ist mein großer Traum. Bitte hilf mir, Cypher. Pflanze Beeren und verschönere die Welt mit Blüten. Wenn du im Kartennavi die Option Beeren auswählst, siehst du alle Orte, wo du Beeren angepflanzt hast. Und es wird noch besser. Wenn die Beeren an einem dieser Orte reif sind, erscheint in der Beerenliste des Kartennavis ein Beerensymbol. Also vergiss nicht öfters mal einen Blick in die Beerenliste zu werfen. No, das mache ich. Das ist ein guter Tipp. Ich will so sein wie meine großen Schwestern, deshalb züchte ich auch Blumen. Ja, das ist für dich. Eine Wildbierbeere. Beeren kannst du entweder anpflanzen oder einem Pokémon zum Tragen geben. Seit kurzem gibt es angeblich auch eine Maschine, mit der man verschiedene Beeren mixen und Süßigkeiten für Pokémon verarbeiten kann. Für Süßigkeiten wäre ich auch zu haben. Bist ein Kind, ich bin auch für Süßigkeiten zu haben. Also, ich bin zwar kein Kind mehr, aber Süßigkeiten, hallo. Je mehr Hingabe du in die Zucht und Pflege eines Gewächses steckst, desto schöner wird es blühen. Und umso mehr Früchte wird es tragen. Auch du hast Blumen gerne, das sehe ich dir an der Nasenspitze an. Hier, das ist für dich. Eine Weimarkanne, yay, die würde ich eigentlich haben hier im Blumenladen, das weiß ich noch. Weimarkanne wurde in der Basis-Item-Tasche verstaut. Nachdem du die Beeren eingepflanzt hast, musst du sie mit der Weimarkanne fleißig wässern. Und noch etwas. Wenn eine Beere nicht gepflückt wird, fällt sie irgendwann zu Boden. Und jetzt der Clou. Aus der heruntergefallenen Beere entstehen wieder eine neue Pflanze. Ist das nicht unglaublich? Diese Beeren sind wahre Überlebenskünstler. Jo, mit den Beeren kann man echt coole Sachen anstellen. Das stimmt. So, und ich weiß das hier hinten. Ha, das wusste ich noch. Da ist noch ein Eite. Und wir haben einen Pokéball gefunden. So, und ich hab doch schon wieder ein Pokémon gehört hier. Was ist es? Das klingt wie ein... Ach, Wingull. Okay. Nehmen wir mit. Kann man ruhig mal verhauen. Ich mag Wingull, ja. Sehr gern eigentlich sogar. Und zwar ein bisschen schade, dass es Wasserflug ist, aber... Naja. Das kann Aquaknarre. Piu!
was uns keinen Schaden macht. Also nicht mehr, als wir nicht wegheilen können. So, der Angriff sinkt, das ist uns aber pups egal. Ha, immer noch nicht weg. Nochmal eine Aquaknarre. Jetzt werde ich dich einfach wegpfunden. Patsch! In wahrer Pummeluff-Manier. Den Meister des Punschschlags. So, okay, war leider nur ein Wingull. Und wir finden einen X-Angriff. Die finde ich gar nicht so schlecht für Walkthroughs. Oder Let's Plays, gar nicht so schlecht. Ich nutze zwar die eigentlich auch relativ kaum, aber naja. So, da kommt wieder ein Trainer. Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Darf ich um einen Kampf bitten? Natürlich darfst du das. Eine Herausforderung von Lady Patricia. Zickzacks wird von Lady Patricia eingesetzt. Schon wieder Zickzacks. So, ey, der Absorber macht aber nicht viel Schaden, du. Ecke. Yes! Naja, gut, wir bringen das jetzt einfach Ende. Heilen wir uns ein bisschen gegen. Na, obwohl, es geht. Könnte schlimmer sein. Mir fällt gerade ein, es ist gar nicht so schlecht, dass unser Gekabo scheu ist, wenn ich es speziell spielen will, weil es ja dann später Pflanze Drache ist. Drachenpuls und so. Eigentlich recht cool. Gar nicht so schlecht. Fällt mir jetzt gerade mal so spontan ein, nachdem ich schon so und so viele Folgen aufgenommen habe. So. Okay. Oh, ernsthaft? Ist nicht euer Ernst, oder? Weißt du was, Freddy? Du bist ein bisschen geschwächt, meiner. Aber du schaffst das. Ich glaub an dich. Mal sehen, ob ein Donnerzahn mehr Schaden macht. Tackle. Au! Yikes! Macht schon mehr Schaden. Und es ist paralysiert. Sehr schön. Freddy, das hast du sehr gut gemacht. Ich würde auch sagen, Freddy hat sich mal einen Trank verdient. Nochmal roten Schlag. Okay, aber das wird doch jetzt mit dem Donnerzahn hoffentlich reichen. Nee, reicht nicht. Oh, oh. Ach, du lieber Gott. Mach's fertig, Freddy. Sehr gut. Lilifee erreicht Level 12. Du meine Güte. Ja, du meine Güte, sag ich bei deinem Zickzacks, ey, so wie das reinhaut. Darf Freddy gleich noch einen Trank haben? Hm. Will mir doch eigentlich meine Tränke aufheben. Naja. So, vielleicht wäre ganz gut, wenn es irgendwie Biss lernen würde oder so. Das wäre echt nicht schlecht. Soll ich kämpfen oder lieber nicht? Ach was, ich kämpfe. Denn ich weiß, was gleich kommen wird. Das wäre nicht schlecht, wenn da vielleicht ein Biss oder sowas kommen würde. So, wir heilen uns ein bisschen. Kommt wieder der Heuler. Aber das ist egal. Ich mag ja Lotrotze. Lotrotze ist irgendwie ein echt süßes Pokémon. Ich habe das im Anime auch immer sehr, sehr gern gemocht. So, aber dem Absorber wird es jetzt, glaube ich, nicht mehr standhalten, oder? Nee. Alles klar. Sehr schön, so Freddy dürfte jetzt, glaube ich, mit dem EP-Teiler jetzt auch ein
Wow, reicht nicht. Schlecht. Ich kann da eigentlich... Ist eigentlich ein bisschen... Wir haben so ein bisschen Probleme gegen Pflanzen. Ich glaube, ich hätte das Schwalbini doch fangen sollen. Wenn ich mich nicht so doof angestellt hätte. So, wir tauschen kurz aus, um einfach die Status-Veränderung einfach zu canceln. Voll die Pro-Taktiken hier. Genau, und da... Wow, Alter, wir voll predicted in einem Walkthrough hier. So, naja, gut. Das müssen wir jetzt einfach... Ja, komm, wir machen mal einen Silberblick. Oh nein, der Silberblick. So, komm mal, Tackle. Ja, gut, du ziehst uns nicht groß was ab. Ruckzucki. Jawoll, hi, der Witzka, das war doch gut. Das war doch gut. Und warum summert schon wieder mein Telefon? Weiß nicht, ob man es gehört hat. Ich sag's vorsichtshalber mal. So. Okay. 100 Erfahrungspunkte. Für ein Knilz, ey. What the fuck? Ah, Freddy, du bist der Beste. So, jetzt haben wir eine Biss und einen Donnerzahn. Wenn er jetzt noch Titankiefer hätte, das wäre hart. Das wäre echt heftig, aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel des Guten. So, und es ist eigentlich super, dass der jetzt Biss gelernt hat. Jetzt haben wir nicht mehr so die Probleme. Jetzt hat Freddy nicht mehr so die Probleme gegen Pflanzen-Pokémon. Das ist echt super. So, wir benutzen mal... Ja, komm, wir haben es ja. So, jetzt kommen wir Freddy nach vorne und da kommt der erste Doppelkampf. Wir sind Zwillinge und deshalb kämpfen wir auch immer zusammen. Also gut, jetzt kämpfst du gegen unsere Pokémon. Wenn ich mich noch richtig erinnere, haben die beiden, glaube ich, sogar zwei Pflanzen-Pokémon dabei. Nämlich, ja, genau, Luturzel und Samurzel. Na, ein Glück haben wir jetzt gerade die Bissattacke gelernt. Das ist super. Ich kümmere mich als allererstes mal um das Loturzel. Und zwar machen wir einen Biss, weil der dürfte jetzt stärker sein. Ja, ist er stärker als der Donnerzahn? Nee, oder? Ja, ist egal. So, Absorber, weil ich das... Das Samurzel will ich noch ein bisschen in Ruhe lassen. Da kommt erstmal ein Volltreffer. Und die Bissattacke macht kurzen Prozess mit Loturzel. Teamwork hier. So, Level 13 für Lilifee. Wow, gleich mal. Den Megasauger gleich mal. Holy shit. Mach's gut, Pfund. Den Silberblick behalten wir mal noch. Falls man da irgendwie mal so ein bisschen physisch angreifen muss. Lernt gleich mal den Megasauger. Holy. Ah, da kommt der Härtner. Okay. Okay. Na gut. Dann setzen wir doch gleich mal ein, er dürfte trotzdem relativ Aua machen, ja, das ist natürlich jetzt blöd. Ja, macht ganz gut Schaden. Dann kommt nochmal der Biss. Jawoll, der macht da ordentlich Schaden. Gleich nochmal hinterher. Er speichert erstmal Energie. Das heißt, wir haben noch eine Runde, aber das wird auf jeden Fall reichen. Da reicht der Megasauger schon. Gleich dann noch ein Volltreffer hinterher. Und da haben unsere beiden ihren ersten Doppelkampf gewonnen, ohne Schaden zu kriegen. Na Mensch, diese Niederlage regt mich auf. Und das, obwohl wir zu zweit sind. So, weiter geht's. Würdest du solch ein Geheimnis daraus machen? Ja, ich bin es wirklich. Ich bin der Wasser-Pokémon-Experte. Wie bitte? Du hast noch nie von mir gehört? Dann jetzt. Eine Herausforderung von Angelangelo und er setzt Carpador ein. Und Carpador klatscht mit einem epischen Bauchklatscher auf die in die Kampfposition. Ja, und setzt Klatsche ein. Und wenn ich schon langsamer als ein... Obwohl, Carpador ist, glaube ich, nicht so langsam. Wenn es was ist, dann ist es nicht langsam.
So, und Carpathor kriegt man aber jetzt 60 Erfahrungspunkte. Ist ein bisschen mehr als sonst. Normalerweise hat man für Carpathor nie so viel Erfahrung gekriegt, oder? So. 10. Und Freddy ist Level 11. Und Freddy hat einen ganz guten Angriff mit 20. An sich sehen lassen. So. Ah, komm. Wir finishen das jetzt mit Freddy. Und ein Biss tut's auch. Sehr schön. Na, Erfahrung für Lau von dem Carpathor. So. Oh, da sind noch Sinelbeeren. 4 Sinelbeeren. Sehr schön. Nochmal 4. Und 4 Amrena-Bären. Siehst du die Beeren, die im Lehmboden wachsen, kannst du sie ruhig pflücken, aber pflanze dafür immer an derselben Stelle eine neue Beere an. Das gehört sich einfach. Hier, das ist für dich noch eine Marumbeere. Und nein, Mann, ich bin voll Rebell, ich pflanze hier gar nichts. Du siehst nicht nur aus wie ein Trainer, du bist auch einer, stimmt's? Trainer geben ihrem Pokémon manchmal Beeren zum Tragen. Es liegt an dir, ob du Beeren anpflanzt oder sie gleich verwendest. Plitsch, patsch, Pinguin. So. Sind wir jetzt schon im Metarost angekommen? Ja, es scheint wohl so. Oh, Maike, hi. Grüß dich. Du hast es also auch bis nach Metarost City geschafft, Cypher. Was für eine riesige Stadt, kein Vergleich zu unserem verschlafenen Wurzelheim. Hast du gewusst, dass es hier eine Pokémon-Arena gibt, Cypher? Ich stehe natürlich ganz oben auf meiner Liste, aber zuerst fange ich mir noch ein paar Pokémon. Bis später. Okidoki. Pokémon sind schon seltsame Geschöpfe. Egal wie viele Jahre man mit ihnen verbringt, man lernt jeden Tag etwas Neues über sie. Das stimmt. Jedes Pokémon folgt eine spezielle Kraft, die Fähigkeit genannt wird. Genau. Freddy ist ein Angsthase. Das heißt, wir können ja immer schön wegrennen. Und, Lilifee hat natürlich, wie heißt das? Notdünger. Genau. Genau! Allerdings wird sich die Fähigkeit dann später nochmal ändern. Ich mich auf meinen Mega-Pokémon freue. Oh, jeden Tag wird es schwerer. Was so schwer ist, fragst du? Das ist doch wohl ganz klar. Zu entscheiden, was ich jeden Tag kochen soll, natürlich. Es ist gar nicht so einfach, jeden Tag eine andere Mahlzeit auf den Tisch zu zaubern. Das stimmt, es sei denn, man ernährt sich von Fertigpizza, so wie der Benny das tut. Beziehungsweise Cypher, also Ben, für die, die mich noch nicht kennen. So. Haben wir hier im Pokémon-Markt irgendwie was? Oh. Hallo Trainer, hast du kurz Zeit, falls du Pokémon fangen willst, aber die Attacken deines Pokémons so Teams so stark sind, dass du sie immer gleich besiegst, dann ist hier die perfekte Lösung des Problems. Cypher hat das Item Trugschlag. Trugschlag ist eine gute Attacke wirklich zum Fangen, denn es kann das Pokémon nur auf ein KP runterhauen, höchstens. So, so oft die Attacke Trugschlag auch anwendest, der Gegner wird geschädigt, aber niemals kampfunfähig. Ich verteile die TM gerade im Rahmen einer befristeten Kampagne, sie kostet dich also nichts. Mein Pokémon hat sich entwickelt und hat jetzt viel mehr KP, deswegen sollte ich jetzt statt Tränken vielleicht lieber Supertränke kaufen. Ich habe mir eine Fluchtzeit besorgt, falls ich mich mal in einer Höhle verlaufe. Damit komme ich sofort zurück zum Eingang. Praktisch, praktisch das Ganze. Ich muss mir unbedingt einen kleinen Vorrat an Gegengift besorgen. Man weiß schließlich nie, wann einem im Blütenburgwald das nächste wilde Knilz auflauert. Ja, die sind brandgefährlich. Diese Knilz. So. Pokéballtrank, Gegengift. Wir haben 11, 8, kaufen mal 2 Tränke. Und Pokebälle haben wir noch 11. Alles gut. Aber wir könnten... Ja, wir könnten was verkaufen. Das können wir machen. Warte mal, wir haben doch den X-Angriff, ne? 250. Ja, voll. Sehr schön. Weg damit. Brauchen wir eh nicht. Ist alles nur Geld.
Ja, so liebe Leute, das war die Folge Pokémon für heute. Morgen geht's dann weiter mit dem Let's Play. Und ja, meine heutige Frage ist, welches sind denn, ihr seid jetzt in Meteoros City angekommen, ihr spielt Pokémon selber. Welches sind die zwei Pokémon, die ihr als erstes gefangen habt? Also welchen Starter nicht, sondern die nächsten zwei Pokémon, oder wenn ihr nur eins gefangen habt, eins. Welche Pokémon habt ihr noch in eurem Team aufgenommen? Schreibt es in die Kommentare. Mich würde es sehr freuen zu erfahren, welche Teammitglieder ihr gerade bei euch tragt. Das war's mit Alpha Saphir für heute und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.